Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird erläutert, wie Sie das Bild vom Bildschirm eines Smartphones oder Tablets auf einen Computer mit Windows 10 übertragen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. In Windows 10 ist eine Option implementiert, mit der Sie ein Bild von einem Smartphone oder Tablet über WLAN auf einem Laptop oder Computerbildschirm anzeigen können. Die Hauptvoraussetzung für den Computer, auf dem Sie ein Bild von einem Smartphone anzeigen möchten, ist, dass er die Miracast Technology unterstützt. Ob es verfügbar ist oder nicht, hängt vom im Gerät verbundenen LAN-Adapter ab. In diesem Video werden wir speziell über Android sprechen, da Apple-Geräte in einem anderen Standard arbeiten, nicht Miracast. Also, wie wird ein Bild ohne Kabel von Ihrem Smartphone auf dem Computerbildschirm angezeigt? Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer und Ihr Smartphone mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Wenn Sie in verschiedenen Netzwerken arbeiten, kann die Verbindung zwischen ihnen nicht hergestellt werden. Öffnen Sie anschließend auf dem Computer mit Windows 10, auf den Sie den Bildschirm Ihres Smartphones projizieren möchten, das Notification Center. Und wählen Sie das Menü Verbindung. Infolgedessen wird ein Fenster zum Suchen und Verbinden von drahtlosen Displays geöffnet. An dieser Stelle möchte ich, dass Sie aufpassen, wenn Ihr Computer die Miracast-Technologie nicht unterstützt. Schreibt Windows darüber. Dies bedeutet, dass eine drahtlose Verbindung mit einem solchen PC nicht möglich ist. Wenn keine solche Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf den Link Projektion auf diesem Computer. Die Projektion-Einstellungen werden geöffnet. Stellen Sie die Projektionsauflösung auf überall verfügbar und die Projektionsanfrage zu jedes Mal, wenn ich eine Verbindung herstelle. Falls gewünscht, geben Sie einen PIN-Code ein oder brennen Sie den Computer um oder benennen Sie den Computer um. Gehen Sie zum Smartphone oder Tablet. Gehen Sie zu Einstellungen, Netzwerke und Verbindung. Weitere drahtlose Anzeigen. Das Vorhandensein der Wireless Displays oder Wireless Monitor-Funktion, wie in einigen Android-Versionen, ist obligatorisch. Android-Geräte unterstützen diese Funktion seit Version 4.2. In verschiedenen Versionen von Android oder System-Shells von Herstellern können die Menüoptionen geringfügig abweichen. Suchen Sie eine drahtlose Verbindung, ein drahtloses Display oder einen Monitor. Aktivieren Sie diese Funktion. Infolgedessen sollte Ihr Gerät einen Computer mit einer aktiven Projektionsfunktion erkennen und dessen Namen anzeigen, die im PC-Projektionsmenü zugewiesen ist. Klicken Sie auf den Computernamen, um die Projektion zu verbinden. Infolgedessen bittet Ihr Computer um Erlaubnis, die Projektion anzuschließen. Bestätigen Sie es, der Verbindungsvorgang wird gestartet. Projektion wird gestartet. Jetzt wird alles auf dem Smartphone basiert, was dem Computerbildschirm angezeigt und der Ton wird auch übertragen. Sie können Ihr Lieblingsspiel streamen, Fotos, Videos oder sogar einen Film ansehen.
So trennen Sie ein Smartphone von einem Computer. Gehen Sie auf Ihrem Smartphone erneut zu Einstellungen, Netzwerk und Verbindung. Weitere, drahtlose Anzeige. Klicken Sie auf eine aktive Verbindung von einem PC und bestätigen Sie das Herunterfahren. Stellen Sie auf dem Computer auch die Projektion auf immer aus. Das war's. Wenn das Video nützlich war, Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal Hetman Software. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.